Der Kongress steht heuer unter dem Motto Work Hard, Dream Big. Können Sie bitte die drei wichtigsten Botschaften an die Bankenbranche aus Ihrem Vortrag zusammenfassen? Ja, also da fehlt ja noch das dritte Wort. Es geht nicht nur um Work Hard und Dream Big, es geht auch um Enjoy Life, also auch darum wird es gehen. Nein, die wichtigsten Botschaften, Work Hard, glaube ich, ist selbsterklärend. Wir müssen ganz massiv in die Hände spucken, weil wir in sehr herausfordernden Umfeld uns bewegen, was also bedeutet, wir haben es heute mit der dritten Welle des Wettbewerbs zu tun in diesem Jahrtausend und wohingegen die erste Welle des Wettbewerbs uns im Bereich der unabhängigen Beratung angegriffen hat, also auf Beratungsqualität abgezielt hat, die zweite Welle insbesondere in den Preis gegolten hat und durch die Direktbanken vorgetragen wurde, sind wir jetzt angegriffen von den Fintechs und das Besondere an den Fintechs ist, dass Fintechs eben in allen Themenbereichen der Wertschöpfungskette Banken das Leben schwer machen und das macht sie eigentlich zu so einem ungreifbaren Herausforderer für die Bankenwelt, weil halt für alle Themenstellungen, die man heute machen will, es digitale Lösungen gibt, die in irgendeiner Art und Weise Dinge interessant, neuartig, innovativ und smart durchführen. Daher ein ganz, ganz wichtiges Thema, Work Hard. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und das führt mich auch zum zweiten Thema, nämlich Dream Big. Klarer Appell an die Banken auch, wir dürfen uns nicht damit begnügen, rein aufs Kostenmanagement abzuzielen und zu sehen, dass wir die letzte Marge noch irgendwie optimieren. Das ist natürlich auch erforderlich. Also ohne Erträgen werden wir nicht in die Zukunft kommen können. Aber wir müssen unterscheiden zwischen was ist Kosten und was ist Investition. Und wir dürfen es nicht verabsäumen, zu investieren für eine erfolgreiche Zukunft. Und Enjoy Life, ich habe es nicht nur spaßhalber zuerst gesagt, das brauchen wir auch, weil es gibt letztlich auch noch ein Leben neben der Arbeit, aber es gibt keine Arbeit ohne Leben. Also wir müssen schon auch auf die Nachhaltigkeit unserer eigenen Ressource abzielen und dazu gehört eben auch gerade Freude zu haben, wenn man Erfolge hat, diese Freude auch mit dem Team zu leben und daraus wiederum Kraft zu schöpfen, um eben hart zu arbeiten und groß zu träumen. Banken sind seit längerem nicht mehr unter den Positivschlagzeilen und europaweit auch nicht unter den Top-Arbeitgebermarken. Wie kommt die positive Energie und Optimismus wieder in die Bank? Beziehungsweise, und wie kann die Victor-Analyse Banken dabei unterstützen? Ja, also ich habe heute gesagt, wir haben kein Kochrezept dafür. Also es gibt kein 1-2-3-Rezept und das rührst du dreimal um und 30 Minuten und dann bist du erfolgreich. Es ist natürlich ein sehr schwieriges Thema, das sich ganz tief in der Unternehmenskultur auch verzahnt, ihre Ursache oder ihren Ursprung findet und von dort heraus dann letztlich in alle Säulen, die der Victor auch analysiert, hineinstrahlt. Also es geht dann natürlich um die Frage, was habe ich für eine Führungskultur, was habe ich für eine strategische Ausrichtung, schaffe ich es in meiner strategischen Ausrichtung und schaffen es meine Führungskräfte, sowas wie Zukunftsoptimismus zu versprühen. Ganz, ganz wichtig, damit Mitarbeiter auch an die eigene Marke, an den eigenen Arbeitgeber glauben, weil wir dürfen ja nicht übersehen, dass Banken heute die Gejagten sind. Und das geht ja auch an den Mitarbeitern nicht spurlos vorüber. Das heißt, wir haben eine Situation der Verunsicherung bei den Mitarbeitern, wo wiederum die Banken gefordert sind, eben in Vorleistung zu gehen und zu zeigen, wie die Bank gestärkt aus diesen ganzen Transformationsprozessen herausgeht. Stichwort Unternehmenskultur, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die in den Banken nicht immer mit der Achtsamkeit bearbeitet oder bearbeitet wird, wie ich es mir gerne wünschen würde. Und damit meine ich ganz konkret, dass Banken natürlich durch die Regulatorik sehr, sehr stark gezwungen sind, auf Präzision zu achten, auf Fehlerfreiheit zu achten. Das führt aber auch zu einem Managementstil, der sich vor allem durch Dienstanweisungen charakterisieren lässt und durch Überprüfungen. Und gleichzeitig sucht die jetzige High-Performance-Generation, die Generation Y, Arbeitgeber, bei denen man Spaß hat, bei denen man sich erproben kann, bei denen man wachsen kann, bei denen man mitgestalten kann, sich einbringen kann. Und dieser Spagat zwischen in der operativen Ausführung hundertprozentige Fehlerfreiheit und auf der anderen Seite spannende, innovative Themen anzugreifen, wo Fehler ganz natürlich dazugehören, das ist eine riesengroße Herausforderung. Wie hilft jetzt Victor? Das ist die ursächliche Frage gewesen. Victor hilft, indem er genau diese Spannungsverhältnisse transparent macht. Victor hilft, indem er sehr strukturiert in den fünf Säulen Strategie, Führung, Mitarbeiter, Unternehmenskultur und Kunde die wichtigsten Handlungsfelder identifiziert, durch ein internationales Benchmark greifbar macht. Und wir verwenden dabei ja auch dann unsere berühmten Ampeln. Und wenn die Ampel auf Rot steht, dann merkt auch das gesamte Team im Haus,
hoppala, da ist Handlungsbedarf und damit sorgen wir also nicht nur für eine Analytik, sondern wir sorgen eben auch für eine Motivation für die Umsetzung. Und darüber hinausgehend noch vielleicht der letzte Strang, den ich thematisch erwähnen möchte, ist Victor durch die vielen Jahre, die wir ihn jetzt schon entwickelt haben, in der Lage, auch deutliche Handlungsstränge aufzuzeigen. Das heißt, ich bekomme nicht nur in der Analyse dargestellt, was läuft heute gut und schlecht, sondern ich bekomme eben auch die Treiber, die dahinter liegen, identifiziert. Das heißt, ich bekomme ganz genau aufgeschlüsselt, was habe ich zu tun, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Also zum Beispiel, um eine bessere Mitarbeitermotivation oder Zufriedenheit zu erreichen.